Horoskop für den 12. Juli 2024 für alle Tierkreiszeichen. Viel Spaß beim Anschauen. Horoskop für heute für Widder. Höchstwahrscheinlich fühlt sich der Widder nicht ganz auf der Höhe. Daher können Stimmungsschwankungen von sehr positiv bis dekadent beunruhigend sein. Lassen Sie sich nicht von anderen Dingen ablenken, konzentrieren Sie sich und bringen Sie sich in Form. Vergessen Sie nicht, wie wichtig es ist, sich um Ihr Wohlbefinden und das Ihrer Lieben zu kümmern. Horoskop Widder männlich. Für alleinstehende Widder ist es heute vielleicht an der Zeit, sich um amoröse Probleme zu kümmern. In der Familie sollten Sie prüfen, wie es um das Wetter im Haus bestellt ist. Vielleicht ist es jetzt Ihr Seelenverwandter und die Kinder brauchen dringend Ihre Aufmerksamkeit als Familienoberhaupt, um Konflikte in der Zukunft zu vermeiden. Widder Horoskop für die Frau. Jetzt ist es für Widder besonders wichtig, Handlungen und Entscheidungen sorgfältig abzuwägen. Übereilte Entscheidungen können sich negativ auf die Angelegenheiten auswirken. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein Fahrzeug lenken, Unfälle sind möglich. Vielleicht bekommen Sie Unterstützung von einer Frau, die jünger ist als Sie. Horoskop für heute für Taurus. Heute sollten Stiere geduldig mit anderen sein, besonders mit denen, die einen anderen Standpunkt als Sie vertreten. Ihre harschen Bemerkungen oder Ihre Kritik könnten die Haltung des Teams Ihnen gegenüber beeinflussen. Auch zu Hause ist mit Konflikten oder Meinungsverschiedenheiten zu irgendwelchen Themen zu rechnen. Es ist besser, Ihre negativen Charaktereigenschaften nicht zu zeigen, da dies zu Konflikten führen kann. Stierhoroskop für Männer. Die ganze Aufmerksamkeit des Stiers wird sich auf die Lösung von häuslichen Problemen konzentrieren. Es ist wahrscheinlich, dass es einige Probleme im Zusammenhang mit dem Haus geben wird. Es wird notwendig sein, sich sofort mit ihnen zu beschäftigen. Der heutige Tag sollte zu Hause verbracht werden. Es ist die beste Zeit, um mit Freunden zusammenzusitzen. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit von Konflikten mit Verwandten oder engen Freunden. Es lohnt sich, sich wärmer anzuziehen und sich an diesem Tag zu entspannen, am besten in der Gesellschaft eines geliebten Menschen. Stierhoroskop für die Frau. Heute sollten Stiere den Tag sich selbst widmen, Sport treiben, einkaufen, mit Freundinnen plaudern, ganz allgemein aktiv Zeit verbringen. Gleichzeitig kann es heute zu Misserfolgen in Beziehungen kommen, die durch Missverständnisse verursacht werden. Es ist besser, heute keine Zeit auf die Klärung von Beziehungen zu verwenden und auf eine günstigere Zeit zu warten. Verbringen Sie den Tag mit angenehmen Aktivitäten. Horoskop für heute für Zwillinge. Der heutige Tag der Zwillinge ist in vielen Bereichen sehr günstig. Sie werden die Gelegenheit haben, hart zu arbeiten und die gebührende Belohnung zu erhalten. Wenn Sie wollen, dass dieser Tag unvergesslich wird, lohnt es sich, die Initiative zu ergreifen. Seien Sie kreativ, freizügig, verspielt und kokett. Heute ist eine gute Zeit für Einkäufe und Geldgeschäfte. Zwillinge Horoskop für Männer. Der größte Teil des Tages für Zwillinge Männer wird ruhig verlaufen, ohne große Sorgen oder Ärger. Ergreifen Sie die Initiative bei der Lösung einiger Probleme, das wird Ihren Bonus und Ihr Ansehen in den Augen von Management und Kollegen erhöhen. Viele positive Emotionen erwarten Sie bei einem freundschaftlichen Treffen oder einer Begegnung mit Verwandten. Wenn Sie also Lust auf Geselligkeit haben, nehmen Sie sich Zeit dafür. Zwillinge Horoskop für die Frau. Heute ist ein sehr guter Tag für Zwillinge-Frauen. Sie erhalten vielleicht ein Geschenk oder werden überrascht. Heute ist der Tag, an dem das Glück Sie begünstigt, vielleicht sollten Sie einen Lottoschein kaufen. Die Sterne sagen, dass heute auch der Tag für Einführungen sein wird, die Ihrer Karriere helfen, eine neue Position zu bekommen oder Jobangebote zu bringen. Horoskop für heute für Krebs. Wenn Sie sich langweilen und es Ihnen an schönen Erfahrungen und Eindrücken mangelt, kann Sie das zu sehr seltsamen Handlungen treiben. Viele Krebse werden heute Zeit weg von zu Hause verbringen, in einer ungewöhnlichen Umgebung. Vielleicht gibt es eine romantische Begegnung oder Sie gehen mit Ihrem Lieblingsmenschen auf ein Date. Haben Sie keine Angst, Risiken einzugehen, denn dank des Effekts des Unerwarteten werden Sie etwas völlig Neues in Ihrem Leben erleben. Krebshoroskop für Männer. Heute ist ein großartiger Tag, um die spirituelle Seite der Persönlichkeit des Krebses zu entwickeln. Widmen Sie den Tag der Meditation oder dem Nachdenken über den Sinn des Lebens, aber graben Sie nicht zu tief in sich selbst. Kochen Sie ein köstliches Abendessen für die Familie oder machen Sie einem Kind ein Geschenk, erfreuen Sie Ihren Liebsten mit Blumen, das wird Ihnen das Gefühl geben, gebraucht und geliebt zu werden. Krebshoroskop für die Frau. Heute ist ein großartiger Tag für den Krebs für Bekanntschaften, Treffen, Wissenserwerb und Projekte, die Ihnen Erfolg und finanzielles Wohlergehen bringen werden.
In der zweiten Tageshälfte stehen Ausflüge oder Reisen auf dem Programm, aber nicht an weit entfernte Orte, sondern an Orte, an denen Sie schon einmal waren und die Ihnen sehr gut gefallen haben. Wenn Sie jemand Neues kennenlernen wollen, sollten Sie diese Gelegenheit nutzen, sie wird interessante Menschen in Ihr Leben ziehen. Horoskop für heute für Löwe. Heute ist nicht der beste Tag für Löwen, um etwas über Beziehungen am Arbeitsplatz oder mit Ihrem Partner herauszufinden. Wenn Sie eine Person haben, die Sie wirklich mögen, überstürzen Sie die Dinge nicht. Lassen Sie alles seinen Gang gehen, Sie müssen nicht zu schnell eine Beziehung aufbauen, denn das wird zu nichts Gutem führen. Heute sollten Sie Hausarbeiten erledigen, Ihr Lieblingsgebäck backen, etwas putzen oder ein Schaumbad nehmen. Horoskop Löwe männlich. Die Sterne sagen, dass es jede Chance gibt, Ihren Seelenverwandten zu finden, wenn Sie noch keinen gefunden haben. Zögern Sie nicht, einen Fremden kennenzulernen, den Sie mögen, oder laden Sie Ihren Nachbarn auf ein Getränk in einem Café oder einer Bar ein. Sie sollten ungewöhnliche Wege der Verabredung nicht vernachlässigen, denn das ist immer interessant und zieht Leute an. Auch wenn die Löwen die klassischen Wege des Kennenlernens in sozialen Netzwerken oder auf einer Dating-Website nutzen können, ist heute die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie ihr Schicksal und die Liebe fürs Leben finden. Löwe-Horoskop für Frauen. Heute sind Löwen Meister aller Hände. Sie werden in beruflichen Angelegenheiten erfolgreich sein, Zeit finden, um sich mit Kollegen zu treffen oder zu einem romantischen Date zu gehen. Wenn Sie wollen, können Sie sich auch eine Schönheitskur gönnen, sich massieren lassen, Sport treiben oder meditieren. Heute ist Ihr Tag. Sie sind voller positiver Einstellung und werden in jedem Geschäft, das Sie realisieren wollen, erfolgreich sein. Seien Sie charmant und entschlossen im Geschäft und Sie werden Erfolg haben. Horoskop für heute für Jungfrau. Heute ist das Lebenspotenzial der Jungfrau am Maximum. Es wird Ihnen heute sehr leicht fallen, mit anderen Menschen zu kommunizieren, Sie werden von der Aufmerksamkeit anderer umgeben sein und diese wird Ihnen folgen, wohin Sie auch gehen. Seien Sie heute optimistisch, die Sterne sind sich sicher, dass Sie attraktiv sind. Sie werden heute in jedem Haus willkommen sein. Jungfrau-Horoskop für Männer. Heute ist ein äußerst zweideutiger Tag für Jungfrauen-Männer. Sie werden vielleicht jemanden treffen und dieses Treffen wird schwer als angenehm zu bezeichnen sein. Vielleicht bekommen Sie ein Geschenk oder eine Überraschung, die Sie beglückwünschen, und das wird Ihre Beziehung zu Ihrem Partner stärken. Sie könnten neue Gefährten finden. Aber wenn Sie zu eitel sind, wird das einen Unterschied machen, Sie könnten in der Zukunft Probleme bekommen. Aber im Bereich der Liebe ist alles in Ordnung. Jungfrau-Horoskop für Jungfrau-Frauen. Heute raten die Sterne der Jungfrau-Frau, etwas Neues auszuprobieren. Sie können eine neue Branche meistern oder Ihre Richtung so weit wie möglich ausbauen. Schaffen Sie sich eine stabile finanzielle Basis, wenn Sie sie brauchen. Entdecken Sie Talente in sich, die auf Erfahrung, Plänen und Wissen beruhen. Horoskop für heute für Waage. Heute ist eine gute Zeit für Waage, sich im sozialen Bereich zu beweisen. Kümmern Sie sich um Ihren Nachbarn, besuchen Sie ältere Verwandte, leisten Sie Wohltätigkeitsarbeit. Sie können die volle Verwirklichung Ihrer Wünsche und Sehnsüchte erreichen, wenn Sie sich am Kampf für soziale Gleichheit und den Ausschluss von Ungerechtigkeit aus unserem Leben beteiligen. Das spirituelle Leben hat einen großen Einfluss auf die materielle Sphäre. Horoskop Waage männlich. Heute ist ein eher positiver Tag für die Waage. Sie sollten Ihr Geld zählen, Ihre Ausgaben und Einnahmen überprüfen. Es ist möglich, Ihr Gehalt zu erhöhen, einige andere Zahlungen oder Boni zu erhalten. Ihr materieller Wohlstand wächst nur. Versuchen Sie, Ihre Schulden loszuwerden und Ihre Rechnungen zu bezahlen, ohne auf den Zahltag zu warten. Waage-Horoskop für die Frau. Heute ist ein großartiger Tag für die Waage, um Ihre Arbeit zu maximieren. Sie wird in naher Zukunft Ergebnisse bringen. Der Tag endet mit erfreulichen Nachrichten oder einer guten Begegnung. Vielleicht sehen Sie einen alten Bekannten und diese Begegnung wird Ihnen positive Neuigkeiten bringen. Am Abend können Sie einen kleinen Spaziergang machen, das wird sich günstig auf Ihre Gesundheit auswirken. Horoskop für heute für Skorpion. Skorpione haben jetzt nicht die beste Zeit, um Risiken einzugehen. Die Sterne warnen, dass es in Ihrem Umfeld vielleicht eine extrem unzuverlässige Person gibt, die Ihnen Probleme oder Unglück bringen wird. Versuchen Sie, Ihren sozialen Kreis in der nächsten Zeit sorgfältig auszuwählen, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Horoskop für Skorpionmann. Heute ist ein guter Zeitpunkt, um sich daran zu erinnern, dass Sie das Oberhaupt der Familie sind und Familienangelegenheiten Ihre Beteiligung erwarten. Es ist Zeit für wichtige Anschaffungen, die Skorpione schon seit langem vorbereiten.
Vielleicht wollen Sie ein Haus oder eine Wohnung kaufen, und der damit verbundene Ärger wird Sie viel Zeit kosten, aber auf lange Sicht wird es sich als eine rentable Investition erweisen. Sie werden viel reisen und unterwegs sein, also seien Sie vorsichtig auf den Straßen und hinter dem Steuer. Sie müssen auch Ihr Familienbudget klug planen und sich bei unnötigen Ausgaben einschränken. Horoskop für Skorpionfrauen. Für Skorpione ist es an der Zeit, sich von allem Unnötigen zu trennen. Beginnen Sie mit Ihrem Kleiderschrank und trennen Sie sich rücksichtslos von all den alten Sachen, die Sie nicht mehr tragen. Aber werfen Sie sie nicht weg, sondern spenden Sie sie für wohltätige Zwecke oder an Bedürftige. Überprüfen Sie auch Ihr Privatleben. Vielleicht ist Ihre Beziehung überholt und Sie halten vergeblich an ihr fest. Sie können als neuer Mensch aus Ihnen hervorgehen und Ihr wahres Glück finden. Horoskop für heute für Schütze. Heute wird die Aktivität der Schützen gerade auf dem Höhepunkt sein, aber es ist notwendig, sehr dosiert und vorsichtig zu sein, um aktiv zu sein, weil es ein kleines Risiko gibt, sich selbst zu verletzen, in eine unangenehme Situation zu geraten oder auf eine andere Weise zu leiden. Es besteht die Gefahr einer kleinen Verletzung, Verbrennung oder Schnittwunde. Du brauchst heute keine Hilfe abzulehnen, sie wird sich als nützlich erweisen. Horoskop für Schützemann. Sie haben in letzter Zeit viel gearbeitet, aber leider könnte sich das negativ auf Ihre Gesundheit auswirken. Es ist möglich, dass Schützemänner alte Krankheiten verschlimmern oder neue entwickeln. Um das zu vermeiden, müssen Sie die Belastung für Ihren Körper reduzieren und sich immer öfter Ruhepausen gönnen. Vielleicht sollten Sie ein heißes Bad nehmen oder einen Spaziergang machen, bevor Sie ins Bett gehen. Schützehoroskop für die Frau. Die Energie der Schützefrau ist auf einem sehr hohen Niveau. Sie sind jetzt voller Energie und haben den Wunsch, sich ins Unbekannte zu stürzen und romantische Abenteuer zu erleben. Die Chancen stehen gut, dass Sie bald den Heiratsantrag erhalten, auf den Sie schon lange gewartet haben. Auch in Ihrer Karriere geht es aufwärts, Sie sind ein hoch angesehener und erfahrener Mitarbeiter, man hört auf Sie, Ihre Autorität hat große Höhen erreicht. Seien Sie vorsichtig mit dem Sprung auf der Karriereleiter, es ist klüger, sich mit vorsichtigen Schritten zu bewegen. Horoskop für heute für Steinbock. Steinböcke haben einen Tag voller Ärger, der sich bis zum Ende des Arbeitstages hinziehen wird. Aber keine Sorge, es wird Ihnen ein gutes materielles Einkommen bescheren. Was die Aussichten angeht, so ist ein beruflicher Aufstieg möglich. Auch die heutige Nacht ist eine günstige Zeit für erfolgreiche Einkäufe. Vielleicht kommen Sie zu einem Ausverkauf oder kaufen das, wovon Sie schon lange geträumt haben. Steinbock-Horoskop für Männer. Heute ist der Tag, an dem sich Steinböcke von einem Extrem ins andere stürzen werden. Sie werden sowohl entschlossen als auch voller Zweifel sein, je zornig, aber verletzlich, was Sie zu Fehlern verleiten wird, aber jeder macht Fehler, und daran ist nichts auszusetzen. Allerdings kann das Ihr Selbstwertgefühl beeinträchtigen. Treffen Sie Ihre Entscheidungen ausgewogen und suchen Sie Unterstützung bei Ihren Verwandten. Steinbock-Horoskop für die Frau. Heute haben Steinböcke einen großartigen Tag, um ihren Lieblingssport zu betreiben, zum Yoga zu gehen oder Kraftübungen zu machen, im Pool zu schwimmen oder einen Spaziergang vor dem Schlafengehen zu machen. Hauptsache, sie erkennen das körperliche Potenzial, das in ihnen steckt, und fordern es heraus. Der Tag ist auch gut für aktive Erholung und Unterhaltung, freundliche Zusammenkünfte mit Freunden. Horoskop für heute für Wassermann. Heute werden sich für Wassermänner alle Türen öffnen, alle Horizonte werden für sie erreichbar sein. Vor uns liegen Aussichten, die Wohlstand in ihr Leben bringen werden. Jetzt ist eine gute Zeit, um neue Dinge zu beginnen oder ihr Geschäft zu entwickeln. Vergessen Sie aber nicht Ihre Lieben, sie brauchen sie immer. Wassermann-Horoskop für Männer. Heute werden Wassermänner ein wenig Schwierigkeiten mit der Konzentration und Objektivität haben, sowohl in beruflichen als auch in privaten Angelegenheiten. Sie werden nicht in der Lage sein, klar zu denken und die Situation, die sich entwickelt hat, nüchtern zu beurteilen. Wenn Sie also vorhaben, ernsthafte Entscheidungen zu treffen, ist es besser, diese Angelegenheit für ein paar Tage zu verschieben. In der nahen Zukunft wird ein günstigerer Zeitpunkt kommen, um Probleme zu lösen. Wassermann-Horoskop für Frauen. Es wird eine schwierige emotionale Phase geben, Wassermänner haben einige Probleme in ihrem Privatleben oder bei der Arbeit. Sie sollten nicht davor weglaufen und in sich gehen. Es ist besser, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, wenn sie auftauchen. Sprechen Sie mit Verwandten oder Freunden, sie werden Ihnen mit rechtzeitigen Ratschlägen helfen. Hören Sie auf die Meinung einer vertrauten Frau, die jünger ist als Sie. Horoskop für heute für Fische. Heute besteht für Fische die Möglichkeit von Konflikten, also wählen Sie Ihre Worte sorgfältig, wenn Sie mit engen Freunden oder Kollegen kommunizieren. Lassen Sie sich nicht auf Auseinandersetzungen mit Fremden ein, es ist besser,
heute auf Kritik zu verzichten, ebenso wie auf unangemessene Äußerungen ihrer Meinung. Wenn sie in einen Konflikt hineingezogen werden, versuchen sie, diesen mit allen Mitteln zu vermeiden, das ist besser für alle. Horoskopfische männlich. Ein Korridor von Möglichkeiten öffnet sich jetzt vor den Fischen. Wenn Sie darüber nachgedacht haben, Ihren Job zu wechseln, ist es Zeit zu handeln. Wenn Sie Ihre Bildungseinrichtung wechseln wollten, liegen alle Karten in Ihren Händen. Alle Wege sind offen und die Türen stehen Ihnen offen. Alle Ihre Handlungen werden zu einer Erhöhung des Einkommens führen. Du könntest eine Beförderung in deiner Karriere erhalten. Beeilen Sie sich mit Ihren Entscheidungen am Nachmittag. Fische-Horoskop für die Frau. Heute, Fische hat die Wahrscheinlichkeit von Konflikten mit ihrer anderen Hälfte, so bringen um die Rettung all ihren Mut, Gelassenheit und denken Sie daran, dass die Dunkelsten vor der Morgendämmerung und die Wolken sind sicher zu zerstreuen. Es ist besser, eine Pause zu machen, zu warten, um zu einem ruhigen Zustand des Geistes zu kommen und schon dann, um die widersprüchlichen Aspekte ihrer Beziehung zu diskutieren.